Wiederhand ist der bedeutet. Das tut weh, ja. C'est de l'artisanat, puis j'aime bien enlever de la. Taper sur du caillou. Man hat schon lange gewusst von dieser Quelle hier hin. Man hat ungefähr gewusst, wo sie herkommt. Vermutigen sie, dass das Wasser ist genutzt worden, seiner Zeit auch für das Heilbad.